Wer mit der Familie unterwegs ist oder es einfach so mal bayerisch gemütlich mag, der kommt am besten zum Familienplatzl. Und das Herzstück vom Familienplatzl ist der Weißbiergarten vom Edmund Radlinger. Und ich sitze hier schon so gemütlich im Traktor und gehe jetzt gleich mal rein. Ich stehe jetzt mit dem Edmund in der Liesl-Karlstadt-Box. Servus. Servus, Christine. Du, hier hat ja jede Box so einen ganz lustigen Namen, gell? Ja, warum? Wir müssen ja nach der alten Münder Tradition gehen. Bei uns gibt es eine Bummelglux, bei uns gibt es die Meister-Eder-Box, der Liesl-Karlstadt, Karl Valentin, die sind ja eigentlich Münchner Originale. Das stimmt. Und generell ist jetzt ja alles sehr familienfreundlich, oder? Ja, wir sind natürlich am familienfreundlichen Platz. Es ist das Familienplatz auf der Wiesn und es ist der Familienbiergarten. Dann führ mich doch ein bisschen rum, was es alles so gibt. Aber gern. Hier haben wir zum Beispiel unser Orchestrion, das ist ein Unikat aus dem Jahre 1953. Und hier gibt es auch ein Familienschnitzel, oder? Wie schwer ist das und wie viele Personen werden da satt? Also wir haben ein Familienschnitzel mit ungefähr 1000 Gramm und da können 4 Personen gut satt davon essen. Ne? Das ist zum Beispiel haben wir ein wunderbares Brotzeitfloß. Das ist unsere Neuheit, das ist jetzt für 4 Personen. Da können 4 Personen hinessen, ohne dass sie das Gefühl haben, irgendwann einmal noch mit Hunger nach Hause gehen zu müssen. Das klingt gut. Du, trinken wir jetzt noch was zusammen, oder? Dann gehen wir an die Weißbierbar. So, jetzt sind wir hier im Weißbierkarussell. Prost! Jetzt hast du. Jetzt sagst du mir noch mal kurz, wo findet man euch? Straße 3 Ost. Am Familienplatzl, der familienfreundliche Weißbiergarten, immer für Sie da. So, ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen. Bis später.